Das Zeitalter der Digitalisierung ist längst angebrochen. Viele spannende und interessante Neuerungen stecken dennoch gerade erst in den Kinderschuhen und warten noch darauf, richtig durchzustarten. Aus Unternehmersicht ist das ein guter Zeitpunkt, sich schon einmal über mögliche Geschäftsmodelle Gedanken zu machen, denn die Märkte sind noch nicht überfüllt von harter Konkurrenz. Deshalb möchte ich euch in diesem kurzen Video 5 Geschäftsfelder mit großem Wachstumspotenzial für die nächsten Jahre vorstellen, auf deren Basis sich ein Business aufbauen lassen könnte. Viel Spaß! Virtual Reality und Augmented Reality. VR und AR sind schon auf dem Markt, aber noch nicht übermäßig verbreitet. Das wird sich aber in den kommenden Jahren dramatisch verändern, weshalb diese beiden Bereiche viel Potenzial bieten. Platz für Geschäftsideen wird es in diesem Bereich in jedem Fall reichlich geben. Am naheliegendsten sind hier sicherlich Software, wie zum Beispiel Pokémon Go, und Hardware, wie etwa die Oculus Rift. Vielleicht sogar bis hin zu in die Iris implantierte AR-Technologie, das aber wird natürlich noch viele Jahre dauern. Darüber hinaus werden auch diese neuen Technologien ihre eigenen spezifischen Probleme haben und verursachen, für die es Lösungen zu finden gibt. Ein Beispiel wäre hier die sogenannte Motion Sickness, eine Art Sehkrankheit für Nutzer von VR-Brillen. AR und VR sind sicher eines der vielversprechendsten Geschäftsfelder der nächsten Jahre, dessen Entwicklung kaum noch aufzuhalten sein dürfte und die aber trotzdem noch ganz am Anfang stehen. Wer hier einen passenden Einfall hat, könnte ein echter Pionier werden. Geschäftsfeld Nummer 2 – autonomes Fahren. Diese Entwicklung überrollt uns hoffentlich nicht. Autonomes Fahren kommt schneller in die Gänge, als so mancher es für möglich gehalten hätte, auch wenn es bis zur Perfektion der Software und Systeme noch ein weiter Weg ist. Aus der Möglichkeit, immer weniger in das Fahren eingreifen zu müssen, ergeben sich in jedem Fall fast zwangsläufig zahlreiche neue Geschäftsfelder. Anfangs wird man zwar noch verpflichtet sein, als eine Art Co-Pilot immer bereit zu sein, eingreifen zu können, das dürfte sich aber mit der Zeit in jedem Fall erübrigen, denn sonst wäre das autonome Fahren nur halb so attraktiv. Umso selbstständiger das Auto wird und umso mehr Freiraum die Passagiere haben, desto mehr Räume ergeben sich auch für die Beschäftigungsmöglichkeiten während der Fahrt. Wie wäre es beispielsweise mit Unterhaltungsmedien für die Fahrt, die plötzlich einen ganz neuen Reiz ausübt, wenn nicht mehr selbst gefahren werden muss? Auch vorstellbar wären etwa Dinge wie Software, mit der Sightseeing-Touren vorprogrammiert werden können, die dann über Smartphone oder Autolautsprecher Informationen zu den Orten geben, an denen man sich gerade befindet. Genau wie ein menschlicher Reiseführer. Geschäftsfeld Nummer 3 – Kryptowährungen. Ob Bitcoin, Ether, Dash oder eine andere Kryptowährung, zumindest eines der digitalen Zahlungsmittel dürfte sich wohl langfristig durchsetzen. Das Interesse an den alternativen Zahlungsmitteln hat neben der Praktikabilität vor allem auch mit dem immer weiter schwindenden Vertrauen der Menschen in das staatliche Finanzsystem zu tun. In jedem Fall ergeben sich aus Kryptowährungen zahlreiche neue Geschäftsfelder. Aber wie könnten diese aussehen? Hier ein paar Beispiele. Beratung von Unternehmen bezüglich des Einsatzes von Kryptowährungen für eigene Geschäftsfelder. Bitcoin Broker und Fonds. Wettsysteme mit Bitcoins, etwa Online-Casinos oder Sportwetten. C2C-Verkauf mit Bitcoins, zum Beispiel eine Flohmarkt-App. Es ist zwar schwer abzusehen, wo der Weg hier noch hinführt, aber es gibt schon jetzt viele Ideen, wie Kryptowährungen die staatlichen Währungen ersetzen können und insbesondere am Anfang könnten sich daraus zahlreiche gute Gelegenheiten ergeben. Artificial Intelligence. AI kommt immer stärker, insbesondere Chatbots für den Servicebereich schaffen gerade ihren Durchbruch. Vieles ist aber noch reine Spielerei. Natürlich wird das aber nicht dauerhaft so bleiben. Die möglichen Einsatzgebiete der digitalen Intelligenz sind zahlreich. Ob automatische Spracherkennung, virtuelle Agenten oder das Generieren von natürlicher menschlicher Sprache durch Computer. Sie alle haben eines gemeinsam. Sie werden in absehbarer Zukunft zahlreiche neue Geschäftsfelder eröffnen. Auf Basis dieser Technologien lassen sich wiederum eigene Angebote generieren, die deinen Produkten, Services oder Dienstleistungen zur Einzigartigkeit verhelfen. Hier ein paar von mir frei erfundene Beispiele, die sicherlich interessant sind, gleichzeitig aber auch gesellschaftlich kontrovers diskutiert werden würden. Erstens ein Babyphone, das dem weinenden Baby nachts mit der Stimme seiner Mutter etwas vorsingt, damit es wieder einschläft. Zweitens eine Software, die aus Gesprächen ein psychologisches Profil ableitet und einen auf das passende Problem spezialisierten Psychologen vorschlägt. Drittens ein intelligentes Tinder, das aufgrund von Fotos der Ex- oder Sexualpartner auf Smartphone oder Handy nur Dating-Vorschläge macht, die dem bestimmten optischen Typ entsprechen. Natürlich müssen nicht alle Geschäftsfelder, die durch AI entstehen, moralisch grenzwertig sein. Diese Beispiele zeigen aber trotzdem, was mit künstlicher Intelligenz möglich sein wird und wie eigene Produkte vom Zugang zu vorprogrammierter AI Gebrauch machen können. Geschäftsfeld Nummer 5 – IT Security.
Die Datenmengen, die unter anderem aus den zuvor genannten 5 Themen resultieren, sind schon im Jahr 2016 unglaublich gewesen. Glaubt man den Werten von Statista, lag die weltweite Datenmenge bei 16 Zettabyte. Das entspricht unfassbaren 17,5 Billiarden Gigabyte. Bis zum Jahr 2025 wird eine Verzehnfachung dieser Werte erwartet. Das zeigt aber auch, wie abhängig man von Softwares und Diensten wird und schon ist. Der Großteil der Kommunikation, Hobbys und vor allem auch Finanztransaktionen läuft über das Internet ab. Das wiederum bietet jede Menge Angriffsfläche für immer häufiger werdende Hackerangriffe und organisierte Netzkriminalität. Allein in diesem Jahr gab es mehrere nennenswerte Angriffe, darunter auch Diebstähle bei sogenannten Initial Coin Offerings, einem auf Kryptowährungen basierenden Finanzierungsmodell. Aus Gefahren wie diesen resultieren aber auch Chancen und neue Geschäftsfelder. Um Daten, Finanzwerte und auch Privatsphäre zu schützen, werden immer mehr Firmen und auch Privatpersonen Geld für IT-Security ausgeben. Firewalls, Antivirenprogramme, Wallets für Kryptowährungen oder auch AI-gestützte Cybersecurity-Tools. Es wird mehr als genug Raum für Produkte aus diesem Geschäftsfeld geben und zunehmend mehr dankbare Abnehmer. Das sind meine Top 5 der wichtigsten Geschäftsfelder der nahen Zukunft. Darüber hinaus wird es viele weitere Businessmöglichkeiten geben. Was denkst du? Was werden weitere interessante Felder der nächsten Jahre? Schreib es unten in die Kommentare. Ich freue mich über eine angeregte Diskussion. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir dein Abo und einen Daumen nach oben da und teil das Video mit jemandem, der sich auch über Themen dieser Art freuen würde. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.